Name ist Jean-Marc Lorbeer, ich bin Musiker und nehme Sie mit auf meine Tour de Tourette. Tada! Sehr gut. Ja. Und das ohne Ticks? Ja, jetzt super. Ist er gekommen. Jetzt kam er. Ein bisschen jetzt spät. Kam er. Aber es muss ja auch nicht sein. Genau. Hallo, schön, dass du bei mir bist. Ja, freue mich auch. Ein ganz besonderer Gast heute bei mir. Jean-Marc hat nämlich das Tourette-Syndrom. Genau. Ist aber auch Musiker. Du hast gerade gesagt, auf die Tour de Tourette. Genau. Was heißt das? Ja, das ist so ein bisschen so ein kleines Wortspiel natürlich in erster Linie, weil Tourette und Tour ist ja alles so ein bisschen ähnlich so vom Wort selber. Aber es geht natürlich jetzt hier nicht um eine wirkliche Tour. Ich über das Thema schreibe, über diese ganzen Zustände, die man da manchmal auch hat, diese Spannungszustände. Und deswegen einfach das so als Art Lifestyle auch sehe. Und deswegen ist es die Tour de Tourette. So, das ganze Leben ist beeinflusst von diesem Tourette-Syndrom. Und vor allen Dingen, du machst Musik. Und wie das aussieht, ja. Wenn Jean-Marc mit seinem Tourette-Syndrom singt, das sehen wir jetzt. People around you doing you wrong. People around you as I sing about in the song. People around you make you cry, and people around you using you as an alibi. Ich bin jetzt ein bisschen irritiert. Du hast überhaupt nicht getickt während dem Auftritt. Hört es auf, wenn du singst? Genau, das hört also meistens auf, wenn ich singe. Ich sage meistens, weil es gibt dann schon so Episoden, wo ich dann mal kurz blinzle oder so auf der Bühne. Also es sind schon so ein paar Restticks da. Aber an sich kann es gut sein, dass ich 2 Stunden Konzert mache und einfach gar nicht ticke. Also, und da wirklich total frei bin, also befreit von diesen Ticks. Und das ist dann also für mich dann auch eine totale Erholung, auf der Bühne zu stehen und sage, ich bin tickfrei. Und ja, deswegen, also ist aber jetzt nicht der einzige Grund, weshalb ich Musik mache, aber es ist einfach noch ein schöner Nebeneffekt beim Musik machen. Du möchtest auch mit deiner Musik quasi Aufklärungsarbeit über das Tourette-Syndrom leisten. Genau. Ich gebe auch Workshops, wo ich über Tourette einfach informiere. Und da integriere ich dann oftmals die Musik mit rein. Das heißt, ich mache im Anschluss noch einen Song über Tourette, wo das Ganze dann so ein bisschen abgerundet wird. Oder aber auch auf der Bühne selber wird einfach auch mal ein Tick gesampelt, dass ich irgendwie dann da sitze im Studio und irgendwie einen witzigen Tick habe und dann wird er aufgenommen und dann knallt es den halt auf der Bühne dann irgendwie im Beat raus, dann wird er so mit eingebaut ins ganze Programm. Also so ein bisschen auch kokettiert mit diesem ganzen Tourette-Thema einfach, ja. Wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass du Tourette bekommen hast, darüber reden wir gleich. Mhm. Vorher schalten wir aber einen anderen Beitrag, weil ich habe immer auch andere Beiträge in meiner Sendung. Du bist in Frankreich geboren, ja. Deswegen auch der schöne Name Jean-Marc. Ja, und dann noch Syndrome de Tourette, also super, super gut getimt von da oben. Wo lebst du momentan? Ich lebe in Stuttgart unter Türkheim. Dann solltest du auf jeden Fall mal in Stuttgarter Osten gehen, ja. Weil da gibt es nämlich ein ganz, ganz süßes Theater, was wir besucht haben mit einem ganz tollen Künstler und das möchten wir Ihnen jetzt vorstellen. Ja, herzlich willkommen hier im Theater La Lune in der Hausmannstraße 212 in Stuttgart. Es ist schön, dass ihr dabei seid vom Kulturmagazin Puls. Wir sind hier in der Hausmannstraße deswegen, weil ich als Chansonnier natürlich Paris ergeben bin. Und in Paris gibt es den Boulevard Haussmann und natürlich kann ich nirgends anders spielen in Stuttgart als in der Hausmannstraße. Ich muss noch kurz ein bisschen das Licht hier einrichten für heute Abend. Die Scheinwerfer. Und dann können wir auch schon runtergehen und uns um den Ton kümmern. Was wir auch jetzt gleich machen. Ja, bisschen nieder hier. Hier wird aber auch Theater gespielt, wie man sieht. Es ist eine kleine Zusatzbühne. Manchmal wird das ganze Theater komplett bespielt in allen Räumen, die es gibt. In der Küche, auf der Toilette, in der Garderobe. Auf dieser Bühne, auf der unteren Bühne, im Gang, auf dem Trottoir draußen. Das Theater La Lune ist eine Herzensangelegenheit von mir und nicht nur von mir, sondern von ganz vielen Leuten, die sich auch bereit erklärt haben, für schmale Gage hier aufzutreten. Es sind Künstler aller Schattierungen, es sind Schriftsteller, Kabarettisten, Musiker und alle wirken an diesem Programm mit, um diesem Theater den Fortbestand zu sichern. Wir sind hier im Stuttgarter Osten und man muss hier schon arbeiten, um die Leute hierher zu kriegen. Naja, zu Hause habe ich so um die 3 Klaviere stehen, inklusive Keyboards und so, aber das große, schöne, schwarze Klavier steht im großen, schönen Schlafzimmer und abends, nicht immer, aber oft, beruhige ich oder wiege meine Frau in den Schlaf mit ein paar Songs von mir. Das hat sie besonders gern natürlich, schon mal im Bett liegen, schön kuschelig und ich spiele da noch ein bisschen was vor. Also heute
gibt es eine Pariser Tomatencremesuppe mit Reis, frischen Kräutern und viel Gemüse. Und schließlich für jede Veranstaltung die richtige Suppe. Kunst und Suppe ist unser Konzept. So, guten Appetit, ne? Die Vorbereitungen sind getroffen, es sieht alles wunderbar aus. Die Leute können kommen und es werden viele sein heute Abend. Viele heißt 35 bis 40, mehr passen hier einfach überhaupt nicht rein. Wer hier zu uns kommt, den erwartet eine irre bunte Mischung von allem, was man sich vorstellen kann an Kunst und Kultur. Und man geht bestimmt mit einem Gefühl des reich Beschenktseins wieder nach Hause. Wir beginnen jeden Abend mit einem Ritual, die Chefin des Theaters, Juliane Herzberg, und ich. Wir singen den Lalün-Song, den ich extra fürs Lalün komponiert habe. Herzlich willkommen im Theater Lalün. Bienvenue, mesdames et messieurs. Wir sind bereit und auch die Scheinwerfer glühen. Für ein Spektakel Glamour. Gehen Sie mit uns auf eine Reise oder lassen Sie sich gehen. Man weiß nie so genau, wohin sie führt. Wir fangen einfach einmal an und dann werden wir schon sehen. Hauptsache, Sie sind danach ganz inspiriert. Hey, das war so ein toller Abend, als wir da waren, weil die improvisieren auch ganz viel. Und das ist echt, kann ich nur empfehlen. Gehst du ab und zu mal ins Theater? Also ins Theater jetzt in letzter Zeit weniger. Ich war schon, aber ich gehe eigentlich mehr ins Kino oder dann wirklich mal in ein Musical oder so. Du warst 9 Jahre, hast eine Hirnhautentzündung bekommen. Richtig. Und bist über Nacht quasi mit diesen Ticks überfallen worden. In etwa, so kann man sagen, also es war jetzt nicht so, dass ich am Morgen aufgestanden bin und auf einmal angefangen habe, mir gegen den Schädel zu hämmern und irgendwie rumzukrächzen, sondern es war eher so, dass ganz kleine Ticks rauskamen. Aber man sagt auch, es gibt eine genetische Komponente, demnach gehe ich davon aus, ich hätte es eh bekommen und es ist halt früher aufgetreten. Also, was mich verletzt hat, waren die plötzlichen Reaktionen der Mitschüler und so, die dann gesagt haben, was ist mit dir auf einmal los und spinnst du und du spast und was weiß ich für Nettigkeiten an den Kopf geschmissen haben. Aber ich gedacht habe, wieso, ich bin doch wie immer. Also ich habe zwar gemerkt, ich blinzel und mache ab und zu so, aber das war für mich überhaupt kein Ding, das war halt auf einmal da. Aber ich bin da nicht aufgewacht oder habe mich im Spiegel angeguckt und habe gedacht, oh, ich will das nicht mehr. Das lief einfach parallel, das hat mich überhaupt nicht gestört. Also das sind die Ticks an sich. Ne? Was es trotzdem für negative Konsequenzen hatte und vielleicht auch für positive, darüber reden wir gleich. Jetzt müssen wir das, wie in jeder guten Sendung, was machen? Werbung. Ja. Natürlich. Wir sind zurück heute mit Jean-Marc. Er ist Musiker und ein ganz besonderer. Er hat nämlich das Tourette-Syndrom. Was ist das Positive an deiner Krankheit? Oh, das Positive. Also ein sehr positiver Aspekt ist, dass es einfach ein Brand ist, ein Markenzeichen mittlerweile. Ich bin halt jetzt der Sänger mit dem Tick. Man schaut sich Menschen ganz genau an, weil man ja immer, wenn ich jetzt in die Bahn gehe, ich muss ja immer gucken, geht irgendwo eine Gefahr aus. Da sitzt dann ein Betrunkener, der das falsch interpretiert, der denkt, ich pöbel ihn an. Also ich bin ständig am Scannen. Das ist für mich manchmal auch ein Vorteil. Also wenn ich auf die Bühne gehe oder so, ich habe mein Publikum dann gleich im Blick und weiß dann, mit wem könnte ich jetzt irgendeine Nummer hochziehen, irgendeinen Gag machen und mit wem nicht. Also ich glaube, das sind schon so Sachen, die einem dann zugute kommen, wenn man Tourette hat. Aber man muss natürlich mit dem Permanentdruck auch klarkommen und das ist so die unschöne Seite. Also weil sehr oft unter Spannung ist, schlecht runterkommt und dann halt probieren muss, irgendwie das auszugleichen. Also deine Kunst ist ja die Musik. Es gibt auch andere Künstler und zwar Zauberer. Und wir waren auf dem Festival der Illusionen und was da so Magisches passiert ist, das sehen wir jetzt. Häusler, er ist der Veranstalter vom Festival der Illusionen hier in Sindelfingen in der Stadthalle und Sie sind selbst Zauberer. Was macht mehr Spaß, auf der Bühne zu zaubern oder so eine Veranstaltung zu organisieren? Das macht beides sehr viel Spaß, sind ganz unterschiedliche Dinge natürlich. Aber wenn man selber auf der Bühne steht, bekommt man natürlich direkt den Applaus und weiß, das ist mein Applaus. Aber wie gesagt, es macht beides Spaß. Ich wollte beides nicht missen. Was erwartet den Zuschauer, wenn er bei Ihnen in die Veranstaltung kommt? Beim Festival der Illusionen sind auf der Bühne 8 Zauberkünstlerinnen und Zauberkünstler, internationale Künstler, die alle
bei Wettbewerben Preise gewonnen haben, sei es deutsche Meisterschaften, sei es Weltmeisterschaften Preise gewonnen haben. Und es geht los von dem Zauberkünstler, der rein mit der Geschicklichkeit der Finger arbeitet, über den Mentalmagier, Dinge, die ich auch mache, oder lustige Zauberei bis hin zu den ganz, ganz großen Sachen. Menschen schweben, fliegen, verschwinden, werden zerstückelt, wieder zusammengesetzt. Wie viel Geld müsste ich Ihnen bieten, dass Sie mir irgendwann mal einen Trick verraten? Sie können ganz, ganz viel bieten, aber das werde ich nicht tun. Wir sind schon wieder am Ende, ja. Schon Marc. So schnell geht das, gell? Ja. Wo sieht man dich denn eigentlich das nächste Mal? Man sieht mich jetzt voraussichtlich das nächste Mal in Murrhardt im März. Mhm. Da werden wir in der im Gasthaus Engel sein. Die haben einen eigenen Bühnen- und Showbereich und da werden wir mit der Band auftreten. Ich habe eine Band, die heißt witzigerweise So Sick. Und ich bin also der Frontman einer Band, die so krank heißt. Das ist einfach super. Also So Sick auch. Absolut. Ja, kann man im Internet auch finden jetzt. Meine Sendung endet immer mit zwei Veranstaltungstipps. Ja. Einen gibst du, einen gebe ich. Jawohl. Du darfst natürlich anfangen als mein Gast und einfach in die Kamera sagen, wo man unbedingt hingehen sollte. Genau, also am Freitag jetzt am 12.01. ab 19 Uhr gibt es in Zell unterm Eichelberg in der Gaststätte Schworbebeutz, das klingt so richtig schwäbisch, eine Rocknacht. Und das würde ich allen jetzt mal ans Herz legen. Super coole Musik, super coole Drinks, auf jeden Fall hingehen. Cool. Und mein Tipp ist, am Donnerstag um 17.30 Uhr in der Stadtgalerie in Sindelfingen findet ein Yogakurs statt, dass man sich Kunst mal auf dem Kopf angucken kann. Also das ist auch was, was ich noch nie gehört habe. Das ist abgefahren. Genau. Also ich glaube, das sollte ich mir mal antun. Gerne. Dann sage ich vielen, vielen Dank, danke dass auch. Du Zeit hattest. Sehr gerne. Spaß weiterhin mit deiner Musik. Danke. Ihnen natürlich noch eine schöne Zeit und ich freue mich, wenn Sie nächsten Mittwoch wieder mit einschalten und bis dahin machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss.